Hallo Freunde, heute gibt es mal ein Audio zum Thema Rosmarin anpflanzen. Rosmarin stammt aus der Mittelmeerregion und wuchs dort in Küstennähe. Dementsprechend mag er besonders gerne sandige, kalkhaltige, durchlässige Böden. Er wird vor allem durch Stecklinge vermehrt, da die Aufzucht der Samen sehr anspruchsvoll ist und oftmals nicht gelingt. Solltet ihr keine Möglichkeit haben, an Stecklinge zu kommen, würde ich mir schon direkt eine Pflanze kaufen. Auch im heimischen Garten mag Rosmarin es gerne sehr sonnig. Durch seine ätherischen Öle sind Pilzerkrankungen kein Thema. Allerdings lieben ihn bestimmte Läuse, Milben und Fliegenarten. Diese sind aber leicht wieder zu entfernen. Rosmarin wird etwas größer. Daher sollte man ihn am besten ins Freiland einpflanzen. Aber wenn man ihn in einen großen Blumentopf pflanzt, was auch möglich ist, sollte man ihn im Winter noch extra vor Frost schützen. Denn da ist er empfindlicher als andere Kräuter seiner Art. Rosmarin macht sich sehr gut in Gemüsepfannen. Und vor allem im Römertopf kann er sein Aroma sehr gut entfalten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich natürlich auch über jeden Like und jeden Kommentar. Lasst auch gerne ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Mal.